Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist mein Wochenupdate, Woche 6. Also, es ist crazy. Die Zeit geht echt schnell rum. Fangen wir nochmal ganz vorne an, beim Montag. Am Montag habe ich endlich meine zweite Fotoreportage fotografiert. Bevor es dazu kam, wurde ich quasi von der Redakteurin abgeholt, weil diesmal lief es nicht mit einem Volontär, weil die alle keine Zeit hatten. Deswegen gab es diesmal ausnahmsweise eine Redakteurin, eine normale. Und die ist auch gleichzeitig dafür zuständig für das Motor-Auto-Magazin. Also kam sie mit dem Auto vorbei, schon etwas früher. Und dann habe ich erstmal von dem Auto ein paar Fotos gemacht. Als wir damit fertig waren, also fast fertig waren, sind wir dann zur Botanica gefahren und da habe ich dann quasi meine zweite Fotoreportage fotografiert. Wieso quasi? Es ist die zweite, die ich fotografiere, aber es wird die erste sein, die erscheinen wird. Genau. Und dann haben wir danach der Botanica nochmal ein, zwei Fahraufnahmen gemacht von dem Auto, also mit Zier. Genau. Und dann hat sie mich hier wieder rausgelassen und ich habe hier quasi an dem Rechner alle die Bilder bearbeitet von den Autos und von der Botanica, da es einfach mit dem Rechner viel, viel schneller läuft als mit dem Rechner, den ich von der Arbeit gestellt bekomme. Ja, so ist es einfach. Spart mir Zeit und auch einiges an Nerven und es geht einfach viel flüssiger. Das war soweit der Montag. Der Dienstag. Obwohl, ich könnte noch was zu Botanica sagen. Es war echt cool. Es ist so eine Art botanischer Garten mit verschiedenen Klimazonen. Es gibt Nepal, Borneo, so ein Tropenhaus und noch, ich glaube, noch der japanische Garten. Genau, also es sind verschiedene Sachen und es war echt sehr interessant, da mal durchgeführt zu werden und alles gesehen, also zu sehen und alles erklärt zu bekommen. War echt cool und da sind auch ein paar sehr spannende Fotos entstanden und ich werde da, glaube ich, auch zukünftig noch ein, zwei Fotos machen. Ja. Zu Dienstag. Da habe ich dann einer Redakteurin für die Kinderzeitung geholfen. Wir sind gemeinsam zum Flughafen gefahren, da war ich jetzt zum ersten Mal hier in Bremen. Und dort gab es oder gibt es ein Programm jetzt am Anfang der Ferien, weil hier in Bremen sind Schulferien, wo Kinder oder Schüler halt so einen Flugsimulator halt mitmachen können, so eine Flugschule, wo die so ein bisschen was lernen zum Fliegen, übers Flugzeug, übers Fliegen und auch mal in so einen Flugsimulator rein können, starten und landen üben. Genau, und da habe ich dann einfach ein paar Fotos gemacht, war echt auch spannend, habe selber was gelernt. Ja, und dann bin ich jetzt zurück zum Pressehaus gefahren, habe davon schon mal ein paar Bilder bearbeitet, leicht, noch nicht viel, noch nicht alle. An dem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, und dann habe ich die Hochkantfotos wieder weitergemacht, habe zwei neue Stadtteile bekommen und bin dann dorthin gefahren und habe mir die zwei Stadtteile angeschaut und bei beiden die Fotos gemacht, weil es eher weniger spannend war, sehr ländlich. Einmal Strom und Seehausen. Da war es eigentlich auch schon für den Dienstag. Genau, kommen wir zum Mittwoch. Da gab es natürlich das grüne Sofa-Treffen wie jeden Mittwoch. Diesmal war der eine Chef im Urlaub und derjenige, der vorher im Urlaub war, ist jetzt wieder da gewesen, aus Vietnam zurück und mit ihm habe ich dann ein paar Bilder besprochen, habe die aktuellen Themen besprochen, wie der Stand so ist, er hat sich erkundigt, wie es mir so geht, ob ich gut aufgenommen wurde, wieso mein hier Start war, genau, weil er eigentlich die meiste Zeit von meinem Start jetzt gar nicht erlebt hat, weil er halt im Urlaub war, aber egal, jetzt ist er wieder da und jetzt können wir gemeinsam an Themen arbeiten, also er kann mir zur Seite stehen, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Dann habe ich die von der Botanica gezeigt, die Bilder ihm und dann haben wir quasi erstmal gemeinsam, also ich habe meine eigene Auswahl, also nicht die besten Bilder, sondern also schon mit die besten Bilder, aber die besten für die Story passend, für die richtige Reportage, dann runter reduziert auf, ich glaube, die ich ihm gezeigt habe, 13, 14 Stück, nachher können eh nur 9 rein, nee, ich hatte doch, die habe ich gezeigt, ich hatte noch ein paar mehr dabei. Ich glaube, ich hatte 20 dabei oder so. Genau, und dann haben wir gemeinsam daraus so ein kleines Layout gebaut, was drankommen könnte an Bildern. Und mit dem bin ich dann hochgegangen in die Grafik und dann habe ich jemanden gefunden, nämlich eine Frau, die mir dann geholfen hat, das Layout zu bauen. Also sie hat das gebaut, ich habe ihr die Fotos gegeben, wir haben nochmal drüber gesprochen, welches so das Aufmacherbild ist, welche mit reinkommen. Sie hat noch ein, zwei Bilder anders ausgewählt, als ich das gemacht hätte, aber bin trotzdem selber zufrieden damit. Und ein paar Stunden später hat sie mir dann ein
Dokument geschickt, ein PDF, wo ihr Layout drin war mit meinen Bildern. Und damit bin ich echt ziemlich zufrieden. Und das kommt schon am 15. online. Wir haben ja heute den 6., oder? Ja. Ne, den 8. Wir haben heute den 8. Ja, stimmt ja. Heute ist ja Samstag, der 8.4. Das heißt, heute in einer Woche kommt das schon online, meine erste Reportage. Ich bin gespannt. Ich werde sie hier auch zeigen. Genau. Das heißt, ich blende jetzt nicht ein, wie das fertige Layout aussehen wird, sondern dann halt erst nächste Woche, wenn das in der Zeitung war. Genau. Das zum Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag, da habe ich halt wieder weiter recherchiert, Mails beantwortet und so Zeug halt gemacht. Also kein spannender Tag. Und halt auch noch Bilder bearbeitet, das hat auch noch ein bisschen Zeit gekostet. Ich habe nämlich die Bilder fertig gemacht von dem Flugsimulator und noch ein paar andere Autobilder. Kommen wir zum Karfreitag, der war gestern, eigentlich Feiertag. Ich habe aber freiwillig gesagt, ich bin Vertretung für einen Fotografen, für eine Fotografin. Und habe gestern 3 Termine gehabt. Eigentlich wären es 4 gewesen, aber einer wurde dann gestrichen mir, weil da gab es keinen Schreiber zu. Erster Termin, Ostereier schießen. Ich dachte dann ganz unbedarft, dass wirklich auf Eier geschossen wird, aber so eine Lebensmittelverschwendung gibt es nicht. Es war bei einem Schützenverein und da wird mit Luftgewehren auf Zielscheiben geschossen. Nicht auf Eier und nicht auf Lebensmittel, auf Zielscheiben. Und man konnte für 2,50 Euro dreimal schießen. Die Punkte werden addiert. Und ja, und dann die besten Punkte, die Leute mit den besten Punkten kriegen am Ende Eier. Also am Ende hat jeder eine Packung Eier bekommen. Aber die mit den besten Treffern haben natürlich nochmal mehr Eier bekommen. Und dadurch, dass mir der Termin danach direkt abgesagt wurde, weil kein Schreiber war, bin ich da bis zum Schluss geblieben, bis zur Verleihung und habe selber einmal mitgespielt. Und habe für 2,50 Euro dreimal geschossen und dreimal 9 Punkte gemacht. Das Beste ist eigentlich 10, noch was. Aber hier in der Wertung war, glaube ich, das Beste 30 Punkte. Also 10, 10, 10. Und ich hatte 9, 9, 9. Also das war schon für mein allererstes Mal schießen ziemlich gut, fand ich auch. Wurde mir auch gesagt, die wollten auch direkt, dass ich dem Verein beitrete. Aber ich denke, ich lasse das mal mit dem Schießen. Es war ganz witzig, war eine Erfahrung wert, deswegen habe ich es auch mal gemacht. Und am Ende habe ich 3 Packungen Eier mit nach Hause gebracht, was meinem Kühlschrank sehr gut tut und meinem Magen. Ein paar, ja, Eier halt. Dann habe ich, während ich da schon saß und noch auf die Preisverleihung gewartet habe, habe ich schon die Bilder alle fertig bearbeitet und hochgeschickt, also online gestellt, ins DCX hochgeladen. Danach bin ich dann zum Termin zur Kräuterfrau gefahren, zu einer Kräuterexpertin. Da haben wir einmal ein paar Bilder im Garten gemacht, wie sie Kräuter gepflückt hat, nämlich Löwenzahn und noch ein paar andere. Da habe ich Fotos gemacht und dann einmal drin, wie sie hat leider die Kräuter nicht geschnippelt, sondern sie hat die Kräuter einfach nur gewaschen und dann in so einen Mixer getan und daraus einen Smoothie gemacht mit noch Banane dazu, einer Zitrone und noch irgendwas Drittem, glaube ich. Und dann durfte ich den probieren und der war echt ziemlich gut. Hätte ich nicht gedacht, dass aus den paar Sachen das so gut schmeckt und auch so gesund sein soll. Immer mal dahingestellt, aber ich glaub's mal, es sah grün aus, es sah gesund aus und hat auch gut geschmeckt. Die Bilder habe ich dann direkt, weil ich auch schon während des Termins angerufen wurde, wo denn die Bilder bleiben, weil derjenige Feierabend machen wollte, habe ich ihm gesagt, ja, warte mal eine Stunde, kriegst die Bilder. Aber ich habe mich dann direkt, als ich da fertig war, ins Auto gesetzt und im Auto die Bilder bearbeitet und hochgeladen. Genau, und dann hatte ich ein bisschen Zeit, 2 Stunden oder so oder 3 zum Überbrücken. Und dann hatte schon das Landesjugendorchester Bremen angefangen zu spielen um 19 Uhr. Und da habe ich dann Fotos gemacht und dachte, die müssen auch schnell online sein. Also habe ich nur die ersten 25, 30 Minuten Fotos gemacht und bin dann ins Auto gegangen, habe die Bilder bearbeitet, hochgeladen. Aber heute Morgen habe ich nachgeguckt, da wurde das Bild von der Kräuterfrau benutzt und die Bilder von dem Ostereierschießen vom Schützenverein. Aber die Bilder von dem Orchester wurden bisher noch nicht benutzt. Okay, kein Problem. Kommen wir heute zum Samstag. Heute fotografiere ich nämlich auch noch was für die Zeitung, nämlich 2 Osterfeuer. Bitte sag mal schwarz. Und die 2 Osterfeuer sind einmal, glaube ich, in Lilienthal und einmal in Fegesack. Das wird auf jeden Fall heute Abend sein. In der Dämmerung wohl am besten, glaube ich ja, weiß ich. Ich probiere mal aus. Verschiedene Winkel, verschiedene Fotoideen, Langzeitbelichtung oder sonst irgendwas.
Genau. Das heißt, hier kommen jetzt ein paar von den Aufnahmen, die ich heute Abend machen werde. Die blende ich hier auch schon mal ein. Weil ich werde das ganze Video heute Nacht schneiden, beziehungsweise morgen schneiden. Und morgen am Sonntag geht dieses Video wie gewohnt online. Über eine Rückmeldung, beziehungsweise Fragen oder Kommentare, Anregungen bin ich immer sehr offen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, like das Video und bis zur nächsten Woche. Ciao!